Das Hermann-Hollerith-Zentrum hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben hier mittlerweile zum dritten Mal den Studiengang Services Computing voll. Das heißt in Summe über 70 Studenten, die bei uns hier studieren. Wir feiern mittlerweile auch die ersten Absolventen, die bei uns ins Promotionsprogramm einsteigen. Das sind momentan im Hause insgesamt 10 Doktoranden, die in unterschiedlichen Forschungsprojekten aktiv sind. Und natürlich sind wir auch dabei, die Kooperationsbeziehungen mit unseren Unternehmenspartnern weiter auszubauen. Dafür stehen wir ein und das ist der Ansatz, den wir in Zukunft noch weiter forcieren werden. Ich glaube, das Besondere am Hermann-Hollerith-Zentrum ist wirklich dieser kooperative Lehr- und Forschungsverbund. Wir kooperieren ja einerseits mit öffentlichen Einrichtungen, der Landkreis Böblingen, die Stadt Böblingen, die hier uns sehr stark unterstützen. Auf der anderen Seite haben wir Kooperationsbeziehungen zu Unternehmen, die wir natürlich für unsere Forschung nutzen. Und wir kooperieren mit anderen Hochschulen, Universitäten, sowohl hier in Deutschland als auch international. Und das ist aus meiner Sicht einzigartig. Nächstes Jahr ist für uns ein wichtiges Jahr. Wir werden nächstes Jahr zum ersten Mal auch im Sommersemester mit dem Studiengang Services Computing starten. Das heißt, wir erhöhen hier die Studienplatzkapazitäten. Auf der anderen Seite sind wir mit dem neuen Studiengang Digital Business Management unterwegs. Auch das werden wir im nächsten Jahr weiter ausbauen. Und schließlich haben wir natürlich unsere Doktoranden, unsere Forschungsprojekte. Da werden uns einige interessante Projekte im nächsten Jahr. Wir engagieren uns hier zum Beispiel beim Thema Smart City, Digitalisierung urbaner Infrastruktur. Strukturen auch wiederum hier sehr stark in Kooperation mit der Stadt Böblingen. Das heißt, wir haben nächstes Jahr einiges vor. Als Höhepunkt natürlich wieder unsere wissenschaftliche Jahreskonferenz, die wie jedes Jahr im Juni stattfinden wird.